Willkommen Freunde zum dritten Video. Wir bauen uns einen PC und hier seht ihr schon das neue Mainboard. Das werden wir jetzt erstmal vorbereiten. Das ist das gute ASRock Z87 Killer. Und Killer ist auf jeden Fall heute im Video auch Programm. Und ich würde sagen, wir beginnen einfach mal. Ihr seht, das Gehäuse steht noch in der oder an der Seite und wir hauen jetzt erstmal hier alles drauf, was wir schon mal draufhauen können, beziehungsweise wir werden jetzt den Prozessor hier schon mal drauflegen, dann den Kühler beziehungsweise den Lüfter hier drauf befestigen und dann auch schon mal den Arbeitsspeicher hier in die Riegel beziehungsweise hier in die Slots einsetzen. Und ja, dann kann man nämlich das Ganze schon mal in das Gehäuse einsetzen. Das ist alles ein bisschen einfacher. Also alles, was man schon draufbauen kann, das sollte man dann auch vorher schon auf das Mainboard bauen. Grafikkarte und so würde ich dann einfach später einbauen. So, ja, dann beginnen wir einfach mal. Also hier wird der Prozessor ja eingelegt. Das ist der Sockel. So, einmal hier die Plastikabblendung oder Blende abmachen und dann sieht man, hier wird er eingelegt. Dann kann man einmal hier den Stift so rausziehen und dann nach hinten klappen. Dann klappt das ganze Ding nach hinten und da wird dann der Prozessor reingelegt. Und hier haben wir auch schon den guten Intel Core i7-4790K. Den kann man dann einfach hier so rausnehmen. So, sieht man das dann so. Und dann sieht man, dass man hier unten einen Pfeil hat. Außerdem sollte man den dann auch so einlegen, wie die Aufschrift hier ist. Also man hat eigentlich zwei Kennzeichen, wie man den denn einlegen sollte, aber immer auf den Pfeil auf jeden Fall verlassen. Und dann, wenn man das jetzt nochmal zurückklappt, dann sieht man, hier unten ist auch ein Pfeil. Da unten in der Ecke. Und dann weiß man auf jeden Fall schon mal, wie man den Prozessor einsetzen muss. Und dann legt man den einfach hier, also ich kann auch nochmal die Rückseite zeigen. Dann sieht man hier die ganzen, wobei hier sind gar keine Pins mehr. Früher waren da noch ganz viele Pins, das sind jetzt nur noch Kontakte, habe ich das Gefühl. Und dann legt man den Prozessor einfach hier sachte drauf und dann sollte der ohne Gewalt sich eigentlich hier schon einfügen lassen. Man sieht, hier ist noch so ein kleiner Pin beziehungsweise so eine kleine Einkerbung und nur so passt er eigentlich hier rein. Hier ist auch noch mal so eine Einkerbung. Ja, und so ist er eigentlich jetzt schon drauf und im Grunde kann man dann eigentlich hier das wieder runter machen, die Klappe, dann einmal, Moment, einmal so. So, einmal nach hinten klappen lassen, dann wieder nach vorne und dann kann man das Ganze auch wieder runterklappen. Das hat ein bisschen Druck, damit er auch wirklich dann ordentlich hier drin ist. Und jetzt kommt die ja, interessanteste Aufgabe. Wir müssen jetzt Wärmeleitpaste auftragen und das ist immer ein bisschen fies, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es wahrscheinlich jetzt auch viele, die sagen, oh, du machst das falsch, das macht man so und so. Naja, ich habe hier einmal so eine kleine, ja, spritzenähnliche Spritze, sage ich jetzt mal. Da ist die Wärmeleitpaste da. Die ist dafür da, dass die Wärme halt vom Prozessor, der wird ja heiß durch die Arbeit, die er verrichtet, zum Beispiel beim Rendern, dass die Wärme dann vom Prozessor weitergegeben wird an den Kühler, also an das Kühlgerippe. Und das Kühlgerippe gibt dann die Wärme weiter an den Lüfter und der kann dann die Wärme aus dem Gehäuse blasen. So, dann haben wir jetzt hier diese Wärmeleitpaste, die tragen wir jetzt hier auf. Sollte nicht zu viel sein, sollte auch nicht zu wenig sein. So, drehen wir das hier so ein bisschen. Das ist wirklich eine fiese Aufgabe, vor allem wenn man sich dabei noch filmt. Man sollte nicht, beziehungsweise man sollte aufpassen, dass dann die Wärmeleitpaste nicht hier irgendwo dazwischen läuft. Und ja, dann kann man das jetzt verteilen. Ich mache das jetzt einfach mal mit den Fingern, was vielleicht nicht so die beste Methode ist. Und ja, ich bin auch nicht wirklich ein Fachmann dran, drin. Viele Kühler haben von Haus aus oder werden mitgeliefert mit so einem Gel oder mit der Wärmeleitpaste sofort am Kühlgerippe. War jetzt hier nicht der Fall, beziehungsweise ich habe den ja abgebaut wieder. Deswegen musste ich die jetzt neu auftragen. So, ich versuche jetzt hier außen noch ein bisschen. Das ist jetzt fast zu wenig. Also es ist wirklich eine Sache für sich. Also verurteilt mich nicht, wenn ich das jetzt hier nicht perfekt mache, aber ja, perfekt muss es auch nicht sein. Ich habe da auch schon mal ein bisschen geschlunzt beim alten Prozessor. So, der Dustin kann ja nur kurz draufhalten. Ich werde mir mal ein Taschentuch suchen, beziehungsweise habe schon eins gefunden. Mach mal meinen Finger sauber und dann beginnen wir mit der Aufgabe. So, wir haben hier einmal, dann lege ich mir das so zur Seite, die Backplate, die haben wir abgemacht schon vom alten Netz, alten Mainboard. Und die kommt jetzt wieder auf die Rückseite. Hätte ich eben auch schon machen können, habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber ist ja eigentlich egal. Die Wärmeleitpaste kann ruhig kurz mal da warten. So, dann kommt die nämlich einmal hier hinten drauf.
Muss jetzt ein bisschen aufpassen. Hier nochmal das Mainboard von der Rückseite, falls es einen interessiert. So, ich hatte das auch soweit schon mal vorbereitet, dass das mit den Löchern und so alles ganz gut passt. Ja, das ist natürlich das Blöde. Na gut, dann muss ich das jetzt anders machen. So. Lege ich mir das hier schon mal hin. So. Das ist natürlich ein bisschen blöd, das jetzt so alleine zu machen, aber das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Und ich würde das Netzteil, das Mainboard eigentlich ungern jetzt so dahinlegen, aber ich mache es jetzt einfach mal. Beziehungsweise jetzt kann ich es eigentlich, ja, wir lassen es jetzt erstmal so. Genau. Dann geht es jetzt hier weiter. Wir haben jetzt einmal hier diese Abstandhalter, die legen wir jetzt einfach hier drauf. Zack, zack. 4 Stück an der Zahl, 4 Schrauben. Und das müsste eigentlich, wenn man dann, genau, das ist ein bisschen schief gerade, darum passt das noch nicht ganz so. Das müsste eigentlich dann so funktionieren. So, und dann kommt jetzt hier gleich der Steg nochmal drauf. Ich hoffe, ich mache das jetzt alles in der richtigen Reihenfolge. Das sollte eigentlich jetzt alles so funktionieren. Wir machen dann das hier schon mal fest. Also die zwei Stege hier außen. Ich hoffe, das passt jetzt alles. Moment, ich muss hier auch mal drücken. Also ich kann jetzt gerade nicht so reden, weil ich mich gerade wirklich ein bisschen konzentrieren muss. Weil das ist eigentlich das Allerwichtigste und, ja, sagen wir mal, das Schwierigste. Bis auf die Verkabelung jetzt gleich, wenn man sich einen PC selber zusammenbaut. Da muss man jetzt hier auch noch ein bisschen drücken, beziehungsweise ich drehe das mal, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht oder auch nicht, weil ich meine Finger davor habe. So, dann drehe ich das nämlich hier auch schon mal drauf. Aber muss man ja auch mal sehen, und man sieht hier das Z87 Killer noch mal im Hintergrund. Finde ich sehr cool hier mit dem Matt-Schwarz und so. Gefällt mir wirklich gut. So, ich muss mal kurz. Gott, will er hier nicht. So, da haben wir das auch. Das wollte gerade nicht. Will uns das nicht so einfach machen. Die sollten schon bombenfest sitzen. Sitzen sie aber auch. So, dann drehen wir das Ganze. Unten ist übrigens Gummi, also diese Backplate hat da ein bisschen Gummi und ist gummiert. Heißt, wir verkratzen uns jetzt eigentlich nichts. Ich bin ja auch vorsichtig. So, hier haben wir einmal nochmal den Alpenföhn. Das ist der Lüfter, den machen wir später drauf. Erstmal müssen wir jetzt das Kühlgehäuse oder das Kühlgerippe, das wir sauber gemacht haben, dann hier drauf machen. Beziehungsweise, ja, ich habe es von unten schon mal sauber gemacht. Da war auch noch Wärmeleitpaste drauf. Und dann funktioniert das ungefähr mit dem Steg. So, das sollte eigentlich jetzt funktionieren. Und genau, wir kommen hier fast dran. Also das ist Millimeter-Sache tatsächlich. Gar nicht mal schlecht. Und ja, dann wird das Ganze hier... Passt das jetzt? Okay, ihr seht, das gleitet jetzt quasi da ein bisschen rum. Und jetzt brauchen wir richtig viel Druck, damit das Kühlgerippe auch wirklich richtig mit Schmackes da drauf gedrückt wird. Ja, und genau den habe ich nämlich jetzt falsch rum, beziehungsweise ich glaube, der musste andersrum. Das gucke ich mir jetzt kurz mal an. Moment. Die nochmal abmachen. Oh, ich weiß gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, wie das genau war. War das jetzt, passt das dann so? Das ist jetzt die Frage. Eigentlich hätte das passen müssen. Ich glaube, ich muss da einfach das andere Loch noch nehmen. Nee, eigentlich kann ich nur das nehmen. So, passt das gar nicht? Ich muss mal die Kamera mal kurz weg, bitte. So. Machen wir hier schon mal fest. Genau, der muss noch ein bisschen, jo, der ist jetzt hier drin. So, das ist tatsächlich das Allerschwierigste. Das ist drin, perfekt, passt alles. Und das sollte eigentlich nicht passieren.
So, genau, perfekt. Das kommt jetzt hier drauf. Die letzte Schraube erstmal für heute. Vielleicht mache ich dann auch noch mehr Videos dazu, weil es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn ich jetzt hier 20 Minuten bzw. eine Stunde den PC zusammenbaue. So, ja, ihr seht, das Ganze wird jetzt richtig mit Druck hier dran gedrückt. Hier ein bisschen, hier ein bisschen. Und dann verbinden sich Kühlgerippe, CPU und die Wärmeleitpaste dazwischen miteinander. Und kriegt man tatsächlich auch gar nicht mehr so einfach dann hinterher ab. Also da muss man dann schon richtig ziehen oder Gewalt anwenden, wie ich immer so gern sage. Und ihr seht, das wird jetzt richtig runtergedrückt. Da ist auch noch so eine Schraube an den, Feder an den Schrauben. So, ich glaube, das ist jetzt fast in Ordnung. Das sollte natürlich auch nicht zu fest sein, weil das hat jetzt schon ordentlich Druck. So, da bist fast zum Anschlag. Man sollte natürlich nach fest kommt lose, hat mein Vater gesagt. Also nicht übertreiben. So, perfekt, das haben wir erstmal. Und dann geht es jetzt weiter. Dann müssen wir jetzt den hier noch dran bauen. Der kommt dann jetzt hier einmal so an die Seite. Und der, ja, das Stromkabel, das wird dann einmal hier dran an den CPU-Anschluss angeschlossen. Ja, an die vier Pins hier. So, dafür habe ich schon mal was vorbereitet. Wir legen das jetzt einfach mal so. Das sollte auf jeden Fall nach unten kommen. Dann kommen hier diese Federn dran. Das ist tatsächlich eine ziemlich fiese Angelegenheit. Ja, super. Die sollte auf jeden Fall so liegen bleiben. So, das ist die Feder. Mein Schreibtisch ist mittlerweile schon ein bisschen schmutzig geworden. So, dann kann man den nämlich hier so dran machen. Leider kann man das, konnte man das vorher nicht machen, sonst hätte ich das schon mal vorbereitet. Ging leider nicht. So, jetzt ist er hier eingehangen und ich zittere ein bisschen, weil das wirklich eine Sisyphusarbeit ist. So, das gleiche hier auch. Und dann wird das Ganze hier rüber gezogen. Mit ein bisschen Druck. Das ist tatsächlich die fieseste Arbeit, die es gibt. Beim ersten Mal bin ich hier echt auch ziemlich dran verzweifelt. Okay, das sieht gut aus, das sieht gut aus. So, gut, perfekt, dann sieht man das Kabel. Das müssen wir natürlich jetzt gleich irgendwo noch im Gehäuse ein bisschen verbergen. Und dann kann das eigentlich hier auch schon reingesteckt werden. Das kommt einmal hier rein. Muss man natürlich gucken, hier, dass es so auch passt. Zack. So, ich würde sagen, dann machen wir jetzt noch Rahmen. Das reicht dann eigentlich für das Video, Dustin, oder? Genau. So, einmal von der Seite das Ganze. Sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Wir machen hier schon mal alles auf. Das ist aber alles schon... Ne, das ist noch nicht auf. Die sind auf. Dann haben wir hier einmal schwarz und einmal rot. Das ist halt wegen den Dual-Channeln und so. Also zwei gleiche Sticks sollten dann in die gleichen Farben immer. Und wir haben ja tatsächlich, kann man jetzt hier nochmal zeigen, unterschiedliche. Alles von Kingston, aber das sind unterschiedliche, ich glaube, 2x4 und 2x2 GB. Und deswegen sollten die gleichen dann auch tatsächlich, also die beiden sind gleich... in die gleiche Farbe. Und die beiden, wobei, sind das unterschiedlich? Ne, jetzt habe ich's. Das sind die beiden. Ach so, das ist genau. Einfach einmal falsch rum. Dann kommen die beiden nämlich hier in Rot. Da muss man einmal aufpassen hier auf den Steg. Das ist der Steg, dass der hier dann genau so reinpasst. Der wird dann einmal hier reingesetzt. Passt nicht. Nein, natürlich, das passt. Ich habe den nur daneben gesetzt. Oh, das ist richtig knapp. Das ist richtig knapp, wie man sieht. Genau, und dann kommt hier der nächste, beziehungsweise dann erstmal den anderen. Der kommt in den schwarzen dann rein. Es ist richtig knapp mit dem Lüfter. Das gefällt mir nicht. Hier muss man so ein bisschen drücken. Und dann, gut, ich hätte den anderen vielleicht erstmal, wir nehmen den nochmal kurz raus. So, hier. So. Dann hier auch. Zack. Dann kommt der nächste, der kommt dann hier hin. Also man muss da tatsächlich ein bisschen Kraft anwenden. Das sage ich jetzt immer häufiger. Nein, jetzt habe ich einen Falschrum reingetan. Ein bisschen mehr Kraft anwenden, dann funktioniert das auch. Man sollte da nicht zu sensibel an die ganze Sache rangehen. Sonst funktioniert das nämlich gar nicht. So, ein bisschen drücken. Ich habe natürlich jetzt eine scheiß Unterlage. Gebe ich zu, aber so ist es halt jetzt.
So, dann kommt jetzt der, glaube ich, wieder. Ne, Dustin? Ich hoffe, ihr habt alles richtig gemacht. Der Dustin denkt nämlich hier auch natürlich noch mit. Als Kameramann. So, und dann kommt jetzt der letzte Kingston Ramstick hier rein. Beziehungsweise auch wieder falsch rum. So. Haben wir hier. Und hier nochmal drücken. Tatsache geht das gar nicht. Einfach und klack. Also das ist eine Millimeter-Sache. Wir hatten jetzt richtig Glück, dass es so gut funktioniert hat. Und ja, ich würde sagen, dann machen wir an dieser Stelle nochmal eine kurze Pause. Und im nächsten Video bauen wir dann das Mainboard von ASRock samt CPU-Kühler, CPU und ja, Arbeitsspeicher in das Gehäuse, das hinten steht. Da gucken wir jetzt aber noch nicht hin. Das wird auf jeden Fall spannend und ich hoffe, es passt weiterhin alles. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und eure Kommentare mal, Verbesserungshinweise und was ihr so meint, wie das Ganze denn geworden ist und wie es optisch aussieht. Einfach in die Kommentare und ich sage dann bis zum nächsten PC. Ciao.